Was geht ab, meine liebsten Nougat-Schnitten? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar Metro Last Light. Oh ja, den ersten Teil habe ich auch gespielt, aber privat. Und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, ja. Und ich bin mal wirklich gespannt, was dieses Spiel uns zu bieten hat. Ich habe ja gehört, es soll Atmosphäre pur sein. Ich lasse jetzt gerade nebenbei meine Webcam laufen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie anbaue. Ihr werdet es ja wahrscheinlich gleich sehen. Und ja, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt großartig rumreden, ja. Ach ja, genau. Ich wollte kurz zeigen. Ich habe bei den Spieloptionen, habe ich einfach mal die, ja, wo habe ich das denn jetzt? Genau. Ich habe jetzt mal Sprache für Dialoge auf Deutsch und Text auf Deutsch mit Untertiteln. Mal gucken, wie die deutsche Synchro ist. Ansonsten, wenn Liebhaber dabei sind, stimmen wir das auf Englisch um. Vielleicht geht es ja auch mit deutschen Untertiteln. Und, ja, so viel dazu. Ja, was spielen wir denn überhaupt? Original-Modus, Ranger-Modus. Du hast den Ranger-Modus nicht installiert. Besuche den Steam-Marktplatz, um den Inhalt dort herunterzuladen. Ja, dann würde ich wohl sagen, müssen wir wohl den Original-Modus spielen, wa? Empfohlen wir Metro-Neulinge. Wenn dies das erste Mal ist, dass du Metro Last Light spielst, empfehlen wir dir, den Original-Modus auszuwählen. Okay, Head-Up-Display, Benutzeroberfläche und Hinweise sind während des Spiels aktiviert und Munition ist reichlich vorhanden, so dass es nicht unbedingt notwendig ist, sich an Gegner heranzuschleichen, um Erfolg im Kampf zu haben. Tja, okay, also hätte ich jetzt auch nicht das Problem gehabt, mich da ranzuschleichen, aber gut. Ah, hier kann man den Schwierigkeitsgrad auswählen, alles klar. Tja, empfohlen für regelmäßige Ego-Shooter, empfohlen für erfahrene Jungen. Okay. Tja, also ich würde sagen, Spiele sind dafür da, um auf normal gespielt zu werden, um das mal mit Christians Worten zu sagen. Deswegen nehmen wir einfach mal den normalen Modus. So. Ah ja, Gamma. Ja, dürfte alles in Ordnung sein, ne? Bestätigen. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Ja, ich erinnere mich. Boah, ich sag, also der erste Teil war ja wirklich Atmosphäre pur. Richtig geiles Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, gerne wieder wiederholen. Ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg, meine ich, da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Oh! Okay, es geht noch nicht los. Ah, jetzt kann ich steuern, liebe Freunde. Jetzt kann ich steuern. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig Premium aus, das Spiel, muss ich sagen. Echt geil. Und ich sollte Faustik anmachen, oder? Was passiert hier? Ja, was passiert? Noch sehen wir nichts. Wow! Okay. Also, ich glaube, es hat keinen Sinn, darauf zu schießen! Was zum... Alter, was geht denn ab? Nachladen, nachladen, nachladen! Oh, ich glaube, ich habe gerade meine Kollegen abgeschlachtet. Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Karl! Wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom.
Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Alles klar. Artyom folgt. Aber ich sehe gerade, dass wir eine ziemlich krasse Bildstörung haben. Muss ich mal eben gucken, dass wir das umstellen. Wo ist das? Steuerung nicht. Video. Vollsync. Okay. So, ich hoffe, wir sind noch da, wir nehmen noch auf, weil dieses V-Sync hat jetzt gerade nämlich mal eben kurz das Spiel gestoppt, aber es scheint zu funktionieren. Alles klar. Also, ich erinnere mich noch, beim ersten Teil war auf jeden Fall richtig geil Atmosphäre. Ich hoffe, also je nachdem, was die Facecam angeht, viele haben sich eine Facecam gewünscht, bei Bioshock habe ich sie rausgelassen, weil ich es einfach scheiße fand. Naja, entweder ihr seht jetzt eine oder ihr seht keine, ja. Und, ja, jedenfalls, wenn keiner dabei sein sollte, nicht traurig sein. Weil ich will auch die Atmosphäre des Spiels jetzt nicht wirklich zerstören, sage ich jetzt mal. So, finden wir hier noch irgendwas? Ah, die. Okay, das ist ja tatsächlich ähnlich wie beim ersten Teil. Aber wir gucken uns jetzt erstmal um, was hier so zu finden ist. Okay, die Leute unterklauten sich. Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seid ihr. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Hör auf zu... Ach, ihr könnt doch mir, Artyom, nicht einfach hier stehen. Okay, okay. Romanov? Ich dachte, der wäre im Krankenhaus. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Letzte Woche entlassen. Sein Trupp ist also durch die Sümpfe zur Kirchenbasis geschickt worden. Romanov war der Einzige, der dort lebendig ankam. Du verscheißest mich! Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schlimms sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte eine ganze Truppe erledigen? Keine Ahnung. Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden. Seitdem ist er nichts mehr und er reagiert nicht. Er spricht nur noch zu Gott. Ich hoffe, Romanov erwartet keine Antwort. Hey, da liegt Metro 2034. Voll fett. So, hier ist eine Toilette, in die ich nicht rein kann, irgendwie. Ah, er spielt mit seinem geilen Revolver. Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Streng dich mehr an. Kann ich mich jetzt eigentlich ducken? Ja, kann ich hier nicht. Okay. Oh, da kann ich wohl. Alles klar. Ist nur von den Einstellungen nicht übernommen worden. Weil ich möchte mich ja schließlich gerne ducken können. Hier kann man übrigens, also ist ganz gut aufgeteilt hier alles. Kriechen ein aus, möchte ich bitte auf X haben. X ist sehr gut. Perfekt. So. Alles klar. Ich hab gehört, was du getan hast. Respekt, Mann. Ja, will ich ja wohl meinen. Da schön, dass er unser Held. Ja. Schade, dass ich die ganzen Schilder nicht lesen kann. Ich kann leider kein Russisch. Dieser Sprache bin ich leider nicht mächtig. Oh, cool, Waffenshop. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger.
Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Ja, bitte, her damit. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Tabulator. Ach so, gedrückt halten. Ah ja, alles klar. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Sehr gerne, Mann. Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich auf, Jung. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Okay, was ist das? Maschinengewehr? Ja, auswählen. Oh, what the fuck? Lol, ich bin voll verwirrt. Ah, alles klar. Was ist das? Dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Boah, finde ich gut, ne? Wir gucken mal durch. Was ist das? Eine Kalaschnikow. Ja, sicher. Kennen wir ja. Wer kennt sie nicht? Unzerstörbar, mega viel Damage und überhaupt. Die primitive MP hat eine hohe Feuerrate, überhitzt und blockiert jedoch schnell. Daher der Name der Waffe. Bastard. Okay, mein Gott. Der Taumler. Diese Trommelschrotflinte ist sehr effektiv bei geringen Entfernungen. Auch bei mittleren Entfernungen ist sie noch sehr brauchbar, aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Okay, alles klar. Ja gut, der Revolver. Eine einfache und zuverlässige Waffe, die in der Metro hergestellt wird. Sie hat eine große Stoppwirkung, aber tritt wie ein Esel. Ja, klar. Okay, wir nehmen auf jeden Fall die Waffe. Darauf eine Nahkampfwaffe mitzunehmen, so wie diese hier. Gewehre sind für Ziele in großer Entfernung. So. Aber du solltest dich nicht auf den... Was nehme ich denn noch mit? Ich glaube, ich nehme noch eine Pumpgun mit. Wow, jetzt kann ich ihn noch anpassen. Wie kann ich ihn jetzt noch anpassen? Wow, mit einem Zielgewehr. Mit einem Zielfernrohr. Okay, was noch? Reflexvisier. Alles klar. Oh. Ja, kann ich das jetzt? Ach so, anbringen. Alles klar. So, wieso ist das denn jetzt nicht da drauf? Ah, ist es ja. Okay, wie kann ich das anpassen? Boah, ich bin gerade voll verwirrt. So, alles klar. Was können wir denn hier machen? Was ist das? Ah, Schalldämpfer. Schalldämpfer finde ich immer geil. Schalldämpfer finde ich immer gut. Weil damit hören uns die Viecher nämlich nicht. So, was können wir bei der Ding jetzt hier machen? Was, ein Schalldämpfer? Ne, auf keinen Fall, Mann. Nein, Mann. Schalldämpfer für Schrotflinte, verlängerter Lauf. Oh, für höhere Reichweite, auf jeden Fall, Mann. So, alles klar. Perfekt, jetzt würde ich gern trainieren. Ah, alles klar. Zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Sachen aus, die du ausgesucht hast. Ja, ich kann mich noch... What the fuck? Ich kann mich noch erinnern an den ersten Teil. Das stimmt, man hat ja als Währung diese geilen Patronen. Wow. Und die kann man entweder als Munition benutzen, die sehr viel Schaden macht, oder man verkauft sie einfach. Oder beziehungsweise man kauft damit einfach was. So, jetzt haben wir eine andere Waffe hier. Bam, Junge! Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Nee, ich möchte erst noch ein bisschen rumprobieren. Okay. Das finde ich zum Beispiel, das habe ich ja bei meiner Happy Wheels-Folge gesagt, das finde ich bei dem Spiel am geilsten, weil man einfach sieht, wie viel Munition man noch hat. Wenn man jetzt mal unten auf das Magazin achtet, ja, da werden die Kugeln mit jedem Schuss nämlich weniger. Das finde ich super geil, weil man, so sieht man einfach ein bisschen was. Ja, und hier ist halt nämlich genau das Gleiche. Sondern das haben ganz, ganz wenige Spiele, dass das einfach mal so authentisch dargestellt wird, ja.
So, das sind einfach so für mich so Kleinigkeiten, die einfach dazugehören irgendwie. So. Ja, ist klar. Nachgeladen. Mal ein bisschen Muni nehmen. Achso, hier kann ich nochmal Viecher kommen lassen. Na komm, hier. Nice, Mann. Komm her, mehr. Okay, die schießt aber ganz schnell, ey. Leck mich am Arsch. Okay, das Nachladen sieht bei den Waffen einfach nur genial aus. So, jetzt probieren wir nochmal ein paar andere Waffen aus. Wir wollen ja... Ja, ich finde sie ganz nett, aber ich probiere jetzt mal die komische MP aus. Vollautomatisch. Du kannst die Patronen im Magazin sehen, aber das Ding überhitzt schnell und ist verdammt ungenau. So, okay. Das Ding überhitzt schnell. Ach ja, stimmt, man kann die Patronen bei dem Ding ja besonders gut... Oh, lol, was war das denn jetzt? So, ja. Also, ah, das gute alte Maschinengewehr. Ich erinnere mich mit diesem geilen Magazin. Ja, hammer geil, Junge, und? Stimmt, da rattert das Magazin ja quasi einfach so durch. Ja, stimmt, und das Ding überhitzt halt irgendwann. Und ich glaube, das macht sogar ganz moderaten Schaden. Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Jawohl, jetzt ist es überhitzt, ey. Hammer fett. Scheiße, Nachladen. Oh, das dauert aber ganz schön lange mit dem Nachladen. Ja, okay, alles klar. Dann wählen wir jetzt mal unsere Waffen aus. Ich nehme auf jeden Fall die MP mit. Aber ich möchte bitte keinen Schalldämpfer. Das ist ja echt total behindert. Ich glaube, hierbei lassen wir den Schalldämpfer drauf. Dann nehmen wir noch die Shotgun. Ja, ist ja perfekt. Genauso lassen wir das. Wenn ich die jetzt mitnehmen darf, wäre das natürlich geil. Du möchtest eine andere Waffe ausprobieren? Ich habe hier eine gute Auswahl. Ja, nee, das passt schon, was ich jetzt hier habe. So, darf ich jetzt weitergehen mit dem Scheiß oder muss ich dir jetzt wieder abholen? Niemals, die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das habt ihr überprüft. Gestern haben der Kommandant und ich die Türen kontrolliert. Viele sind noch immer versiegelt, manche sogar zugeschweißt. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktive Scheiße heiß genug, ein Ei zu braten. Kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Ei gegessen habe. Also, es gibt ja einen Reaktor, richtig? Auf der anderen Seite der Einrichtung. Ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Vielleicht wurde dieser Ort nicht als Schutzraum entworfen. Sondern? Keine Ahnung. Aber ich würde nicht an irgendwelchen versiegelten Türen rütteln. Miller ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Ich hatte gestern im Lagerzentrum Dienst. Und da habe ich was gehört. Was? Du hast was gehört? Ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Ratten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert. Schuljungen. Und sie in Ausbildungslager geschickt. Ich sag dir... Oh, geil. So, komm, ich möchte jetzt ein bisschen Stress machen. Na, Kollege, was geht ab? Der Oberst hat verboten, keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Ein Aufklärungstrupp ist gestern komm. Hast du von Lesnitzki gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Ach, Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? Alles klar. Komm, ab in die Kanalisation. So, ich bin eigentlich perfekt ausgerüstet. Die alten Königin wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den krass. Sieht aber echt abgefahren aus. Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Wildrösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Khan, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey! Ich habe gehört, dass Lesnitzki was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzki war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzki war weg.
Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzki noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Gehen wir. Ich kann die Sex vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgänge. Und trotzdem, eine Basis von der Ordnung. Die Typen sind gerade vom Ring zurückgekommen. Sie sagen, die Hanse verstärkt ihre Wachpunkte auf ganzer Linie. Insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Ich komme gerade von einer Einsatzbesprechung. Zwei Sturmtrupps der Faschisten haben irgendwo an der Oberfläche einen Kampf mit den Roten angezettelt. Warum? What the fuck? Verdammt, wenn ich das... Hier ist aber ganz schön viel los, ohne Witz. Hey, weiß jemand, muss worum ich jetzt warum die Versammlung? Bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Abgefahren, jetzt wird so viel geredet, dass die mir gar keine Pause lassen, dass ich mal was sagen darf. War vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Okay. Artyom und Sie, Khan, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden. Vergiss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir. Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Anna, ja. Wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Ich habe verstanden. Oh, was ist das denn da Schönes? Tabulator, neuer Eintrag. Oh, okay. Das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ich werde mir das bei Zeiten dann auch nochmal durchlesen. Und,
Ihr Job ist es, ihn abzufangen, bevor er den gestohlenen... Anna, bring mich zu meinem Auftrag. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Aber ich muss sagen, dass ich diesen russischen Akzent sehr geil finde. So. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Lass uns aufbrechen. Jawohl, Anna, ich werde das Vier... Oh, scheiße. Was ist denn jetzt ab? Alles klar, Vor wir haben einem den... Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Toll, jetzt wollte ich gerade erklären, was unser Auftrag ist. Die übernehmen ja hier alles für mich. Was soll ich denn hier noch sagen? Weißt du, ich will hier die ganze Zeit irgendwie anfangen zu reden und schon reden die für mich. Ja Leute, so ist das, wenn man in einem LP irgendwie selber gar nichts zu sagen braucht. Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Okay. Oh Mann, ich hasse ja diese klaustrophobische Enge hier, das ist ja der Wahnsinn. Aber wenigstens muss ich hier nicht alleine rumlaufen, das ist ja schon mal was. Wie lange hält die eigentlich? Ist das nicht auch so gewesen, dass ich dafür pumpen musste? Die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Was? Sturm ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Ja, mache ich. Alles klar, Anna. Ich folge deinem Befehl. Das hast du gut gemacht. Ja, war jetzt aber auch nicht wirklich schwer. Wer ist er denn hier? Wow. Okay, es war wohl ein Skelett. Also, ein Schädel nur noch. Ich dachte, das wäre so ein Zombie-Viech. Ich weiß nicht gar nicht, ob das durchs Faust hinkommt, aber ich habe zwischendurch immer so ganz kurze, so ganz, ganz kurze Lags. Ich hoffe, das habt ihr nicht. Ansonsten bitte in die Kommentare schreiben, dann versuche ich da noch was dran zu rütteln. Also die Grafik und von der Beleuchtung her ist das auf jeden Fall schon ziemlich abgefahren, ey. Es geht echt ab. Ohne Spaß. Das ist echt geil. Okay, der hat sich die Birne weggepustet. Wo uns ein Sammlereinstieg liegt. Der hat sich tatsächlich die Birne weggepustet. Oh, geil. Munition für mich. Ich komme nach. Immer wieder gerne. Alles klar. Ich glaube, die haben wohl irgendwie... Wie du kommst. Ach so. Ja, ich weiß, dass hier links eine Sackgasse ist. Aber hier könnte immer noch was liegen. Ja, da guck mal hier. Was ist das denn alles? Was haben wir denn hier? Nichts, hier liegt hier nichts für mich rum, kann man nicht die Dinger komplett kaputt machen. Alter, wie fett ist das denn? Ah, das sind die angeschalteten Physics-Effekte, die ich noch angemacht habe. Hammer fett, so muss das heutzutage aussehen. Richtig geil, ey. Ich find, mittlerweile bin ich echt froh, dass ich eine Nvidia-Grafikkarte habe. Geht das eigentlich auch bei dem ganzen Scheiß hier? Ne, geht nicht. Erstmal nachladen. So, was ist das denn hier? Wow! Scheiße, das Ding ist schnell. Was haben die denn hier? Was ist das denn hier? Was haben die... LOL.
Ach, das ist ein Kind. Okay. Weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. Meine Maske? Ja, natürlich. Alles klar, Anna. Ich setz meine Maske auf. So. Kann ich nicht noch gucken, was hier... Wow, zieht euch mal die dicken Viecher... Lol. Weg sind sie. Kann ich da durchgehen? Eben, um das Feuerzeug zu benutzen. Boah, voll geil, ey. Erstmal alles platt machen hier. Ja, verbrennt ihr scheiß Spinnen. Ich hasse Spinnen, ohne Spaß. Oh, siehst du, da liegt nämlich was. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich hab genommen. Ja, komm. Tabulator, neuer Eintrag, alles klar. Achso, das ist das hier. Okay, nächste Seite F. Ich blätter das mal kurz durch für die, die das lesen möchten. So. Alles klar, haben wir hier noch mehr? Nein, leider nicht. So. Komm, weg, alle, weg mit den scheiß Spinnennetzen. Weg, 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 weg. Weg, Mama. Aber wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind es ja Spinnen, ohne Scheiß. Also die Grafik gefällt mir, ohne Witz. Läuft gut. So, alles klar. Dann mal auf nach oben an die Oberfläche. Wow, der klettert aber ganz schön langsam. Oh, ich erinnere mich noch an die Zeiten damals bei alten Computerspielen, wenn man so eine Leiter hochgeklettert ist und der noch nicht jede Sprosse genommen hat. Ja, und heutzutage ist das echt eine Selbstverständlichkeit. Alles andere würde ja echt dann Authentizität einbüßen. So, Anna. Dann gib mal Gas, Anna. Krass, wie viele Skelette hier rumliegen. Der Wahnsinn. Oh, mit diesen schönen Regentropfen auf der Gasmaske. Echt fett. Gefällt mir. Lass uns wirklich zum gut. Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Okay. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Hammer geil. Wie fit ist das denn, dass man selbst seine Gasmaske sauber wischen kann, ey? Voll fit. Finde ich ziemlich geil. Oh, sie klettert jetzt da hoch, um eine erhöhte Schussposition zu haben. Sehr nice. Alter, kann die klettern. Denk mir am Arsch. Guckt euch das mal an, ey. Fast wie Ezio Auditore di Firenze. So, dann würde ich mal sagen... Boah, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie in einer ersten Folge so wenig geredet wie hier. Aber es scheint ja auch echt, man muss ja auch erstmal so einen Einstieg in die Story kriegen. Also, wie gesagt, sieht echt wunderschön aus. Nicht so eine schöne Beleuchtung wie bei Bioshock, finde ich jetzt, aber sieht trotzdem ziemlich, ziemlich gut aus. Und ja, damit ist die erste Folge auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr damit zufrieden seid, dass es keine Facecam gibt, ob ihr von der Atmosphäre, dass ihr das besser findet oder ob ihr doch lieber eine Facecam hättet, weil noch lasse ich mir das offen. Ich persönlich weiß nicht, ich gucke es mir mal an. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Schaut das nächste wieder ein, wenn es wieder heißt Metro Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist.